Und dann bin ich die Treppe rauf und plötzlich stand ich dann in einer ganz anderen Wohnung. Eigentlich ist es ja eine Galerie. Na, ich bin gespannt. Du wirst auf jeden Fall überrascht sein. Hallo, das ist ja schön, dass Sie mal wieder da sind. Und diesmal zu zweit. Ja, das ist mein bester Freund, Robert. Er hat sogar Kunst studiert. Naja, Lehramt. Kommen Sie rein. Aber wo sind denn diese ganzen strahlenden Bilder hin? Sie meinen die Ausstellung von Elga Esser. Die ist vorbei. Aber es gibt wieder was Neues zu entdecken. Tja, und das hier ist Beuys. Wie Beuys? Na, Josef Beuys. Josef? Ja, die Ausstellung findet anlässlich seines 100. Geburtstages statt. Er ist 100 Jahre alt. Aber nein, wann ist er nochmal gestorben? 1986. Ist das nicht Ihr Geburtsjahr? Paula, weißt du was? Es ist nett, aber wir schauen uns jetzt die Bilder an. Deswegen sind wir auch eigentlich hier. Guck mal, der Beuys hat immer seinen Hut getragen. Das war sein Markenzeichen. Was für ein Gesicht. So intensiv. Dieser Ausdruck. Guck mal, Robert. Hier ist er gleich zweimal drauf. Tja, also der Beuys, der ist schon echt faszinierend. Ne? Oh, da guckt er einen vielleicht an. Guck mal, Robert. Das ist ja ein durchdringender Blick. Aber was auf den anderen Bildern alles drauf ist, das verstehe ich nicht. Naja, das ist das Material in seinem Atelier, womit er gearbeitet hat. Er seine Werke gemacht hat. Sieht fast aus wie eine Landschaft. Und was hat er damit alles gemacht? Naja, der hat mit allem gearbeitet. Aber seine Gedanken vor allem, die sind revolutionär für die Kunst. Und was heißt das jetzt, revolutionär für die Kunst? Naja, für ihn war das Leben die Kunst. Also die Kunst sollte mitten in der Gesellschaft stattfinden. Der war ziemlich politisch und, naja, hat manchen Politiker wohl auch ziemlich verärgert. Nee, so sieht er doch gar nicht aus. Solche Bilder von ihm, die kenne ich gar nicht. Die sind viel intimer. Ui, was für ein Chaos. Da war der aber beschäftigt. Ach, das Bild kenne ich. Du, das ist total bekannt. Nein, das ist der Captain Kirk. Ich war total verliebt in den. Naja, ich war wahrscheinlich nicht die Einzige. Also so viel kann ich im Augenblick leider nicht erübrigen. Schade. Robert! Schau mal! Das Bild ist im Buch! Weißt du was? Ich schenke dir eins. Warte mal! Entschuldigung! Kann man das Buch kaufen? Ja, klar, natürlich. Was kostet das? 33 Euro. Ach, das könnte ich ja bar bezahlen. Hm? 33 Euro? Ja, das ist nur eine Schutzgebühr. Du, ich schenke dir auch eins. Dein erster Kunstband.